So, und damit ein herzliches Willkommen zur BRL2-Saison 2022. Jawohl, die Reifen funktionieren, der Bug ist nicht da, Gott sei Dank. Das heißt, wir können jetzt auch die BRL2 auf diesem Kanal begrüßen. Ja, die letzte Klasse, bevor es in die BRL1 geht für diese jungen Fahrer. 16 Autos statt 24 sind hier am Start. Auch hier sind 8 Teams dabei. Ein neues Team und auch viele, viele Neulinge. Und einige davon, oder zumindest einer davon, steht heute auf der Pole hier auf dem Enfida International Raceway. Und das ist TJ Filieu. Den sehen wir hier, den US-Amerikaner. Der hat seinen HWR Race Lab auf die Position 1 gestellt. Übrigens zur HWR Race Lab noch eine kurze Information. Sie fahren ab nächstem Jahr nicht mehr in der BL2. Ein Nachfolger ist bereits gefunden worden für das Team. Das ist das Van Amersfoort Racing aus Holland. Sie werden den Platz von HWA nächstes Jahr übernehmen. So, Sebastian Meyer, nicht Sebastian Meyer, Entschuldigung, Sarah Meyer. Das ist das Team von Sebastian Meyer, aber es ist nicht der Fahrer, es ist die Schwester, sondern es ist Sarah Meyer. Die sitzt im MyGP mit der Nummer 1, hat ihren MyGP auf die Nummer 2 gestellt oder auf Startplatz 2. Julius Gasner im Phoenix MP Racing Team, das dieses Jahr neu dazugekommen ist, startet von Position 3. Auf der 4 Jack Sargeant, ebenfalls ein Neuling, jetzt inzwischen bei der Alpine Academy auf Position 4. Nico Müller, ja, Nico Müller, genau, im Prema, der Deutsche, letztes Jahr BL2 gefahren, allerdings nicht bei Prema, sondern bei Bejoy Racing. Hat das Team inzwischen gewechselt. Juan Pablo Martinez, der Spanier im Carlin Racing Red Bull auf Position 6. Adil Nawabkhan, ein Brite, der Gründer und Chef des Teams in der BL2 hier von Phoenix MP Racing auf Position 7. Paul Bayer in seiner, ich glaube, dritten Saison inzwischen sitzt im Bejoy Racing auf Position 8. Vor Akiyama Yuki, ebenfalls ein Neuling, letztes Jahr BL3 gefahren beim MyGP. Jetzt sitzt er in einem gelben Boliden, der komplettiert noch nicht die Top 10. Hinter ihm ist Lorenzo Montinari im zweiten Carlin Racing. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Sebastian Hubert im ART auf der 11, David Hartig im Alpine auf der 12, auf Position 13 Mario Fenati auf der 14, Giancarlo Liuzzi auf der 15, Manuel Müller und auf Position 16 Felix van der Mark, der BL3, Entschuldigung, Vize-Champion aus dem Vorjahr. So, und ich würde sagen, es kann losgehen. Jawohl, die Lichter gehen an. Das BL2-Rennen geht los. Filion kommt gut weg. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Da wird es nämlich interessant. Oh, da hinten, um Gottes Willen, ein Überschlag von einem Prema. Wer ist das? Mario Fenati ist das. Um Gottes Willen. Hoffentlich hat er sich da jetzt nicht stark wehgetan. Riesenkarambolage im hinteren Feld. Akiyama Yuki ohne Front- und Heckflügel. Meine Güte, das ist Sebastian Hubert. Auf den ist er wahrscheinlich draufgefahren, der Fenati. Ach du liebe Zeit, was für ein Unfall. Und hier greift Sarah Meyer nach der Führung. Aber schafft es nicht. Villeneuve bleibt vorne. Dritter ist Julius Gasner. Vierter, das ist Adil Nawabkhan, richtig. Juan Pablo Martinez ist Fünfter, dahinter ein Prema ohne Frontflügel. Also für die geht es schon mal richtig gut los. Felix van de Mark auf Platz 7 hat sich durch die Karambolage gut nach vorn kämpfen können. Also für ihn persönlich war es gut, aber ich bekomme gerade die Informationen. Mario Fanati ist okay, er konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen. Alles ist gut beim jungen Italiener, der ja letztes Jahr noch BL3 gefahren ist, glaube ich, auch für Prema unterwegs gewesen damals. Adil Nawabkhan, einer der vielen Neulinge hier. Das ist Sarah Meyer. Jetzt greift sie doch nach der Führung, oder schafft sie es? Side by side geht's durch die letzte Kurve. Wir sind gerade mal in Runde 1 von 10.
Aber Phil Jön bleibt erstmal vorne. Und Julius Gasner greift nach Sarah Meyer. Das ist Van der Mark, der da Adil überholt und sich vertut. Aber kann er die Spitze halten? Also die Spitze, den vierten Platz, ja, kann er. Aber was war das denn bitte für eine Schrecksekunde in der ersten Runde? So, jetzt hat es auch Hubert in die Box geschafft. Das ist Müller an der Box, das ist Yuki und Lorenzo Montinari. Und das ist das völlig zerstörte Auto von Mario Fenati. Und Gasner hat Meyer überholt. Und jetzt greift Gasner nach der Führung. Und schnappt sie sich. Gasner führt. Das sind die ersten Führungsmeter für Phoenix MP Racing in der BL2. Phil Jön bleibt auf der 2. Aber Sarah Meyer hat was dagegen. Sie geht jetzt auch am HWA vorbei. Oder nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Fährt hier auch so ein bisschen auf den Dreck. Achtung, jetzt aber. Jetzt hat sie den HWA. Jawohl. Sarah Meyer wieder auf Position 2. Das ist David Hartig im Alpinen. Der bekommt jetzt auch Besuch von einer Meyer GP. Van der Mark verbremst sich da leicht. Kurz mal gucken, habe ich überhaupt? Ja, habe ich, sehr gut. Jetzt geht Van der Mark am Alpine vorbei. Zumindest am Alpine Academy Fahrzeug. Ah, jetzt mit leichtem Untersteuern durch die Kurve und der Alpine ist wieder durch. Ja, Van der Mark konnte die Kurve mit mehr Schwung nehmen. Jetzt ist der MyGP wieder vorne. Und Sarah Meyer jagt Gasner. So, das ist Paul Bayer, der, naja, er kam auch relativ gut durch die Karambolage da hinten. Die fahren auch alle noch. Wir gehen aber jetzt an die Spitze. Gasner muss sich verteidigen gegen Meyer. Und Meyer übernimmt die Spitze. Führungswechsel. Sarah Meyer übernimmt in den Fieder. Und auch Van der Mark geht hier an Phil Jön vorbei und dreht sich raus. Mit Wandberührung und dreht sich gleich noch einmal. Eieieiei. Verliert alle Plätze, die er gewonnen hat. Was für ein verkorkstes Debüt für den Niederländer. Sarah Meyer kann sich aber nicht wirklich lösen von Julius Gasner. So, Paul Bayer, der Sohn von René Bayer, dem ehemaligen BL1-Weltmeister. Im Bijoy Racing hinter dem Alpine. Es geht um Position 9. Da gibt es leider keine Punkte. Und Felix van der Mark, ja,
Muss jetzt wieder aufholen. Und hinter Pfannemark, das sind die Fahrzeuge, die in dem Startcrash verwickelt sind. Achtung, Gastner hat schon angetäuscht. Oh, da hat sich ein HWA rausgedreht. Das ist Manuel Müller. Und verliert gleich alle Teile am Auto gefühlt. Also auch für ihn ist das Rennen jetzt gelaufen. Van der Mark gegen Bayer geht vorbei. Und schnappt sich Van der Mark jetzt hier auch gleich den Alpinen. Sieht ganz danach aus. Wird jetzt hier aber rausgedrängt vom ART. Das war auch nicht ganz sauber. So, und jetzt geht Van de Mark da außen am ART vorbei. Starkes Manöver vom Holländer. Ja, und hier knistert's. Gasner, Viljoen, Hartig. Und eventuell noch Juan Pablo Martinez. Sarah Mayer führt das Ganze hier an. Ein Fünfkampf um die Punkte. Erdilna Wapkan ist jetzt auch in den Punkten auf Platz 6, hat aber einen deutlichen Abstand hier auf Martinez. Ja, da ist Van der Mark. Jetzt muss sich aber Erdil eher nach hinten orientieren. Da kommt Felix Van der Mark an. BRL Rookie, der ist noch in keiner anderen Rennserie gefahren, der Dylan Wapkan. Der kennt nur die BRL 2 und Van de Mark vertut sich da mit dem Bremsen leicht. Ich wollte gerade sagen, ein wirklicher Grünschnabel quasi, der Dylan Wapkan gegen einen BRL 3 Vize-Champ aus der Vorsaison. Jetzt Van de Mark außen herum am Phoenix vorbeigegangen. Und hier geht's rund. Der Alpine gegen den HWA. Und der Kalen gegen den Alpine. Hier sind eigentlich nur Junioren vorne. Sarah Mayer, Maje-GP natürlich. Dann haben wir. Okay, Julius Gasner ist unabhängig tatsächlich. Aber dahinter. TJ Viljoen wird von Bejoy Racing gefördert. Genauso wie David Hartig von Alpine gefördert wird und Juan Pablo Martinez von, ja, Red Bull. Also in den ersten, also in den Punkten sind eigentlich bis auf Julius Gasner alles Junioren und die meisten davon gehören zu MyGP bzw. Bejoy Racing. Und das ist Van der Mark, der sich wieder weghaut. Diesmal kann er sogar weiterfahren. Verliert. Uiuiuiuiuiui, das war knapp. Verliert da jetzt aber keine Position, bis auf die, die er gegen Kahn jetzt verloren hat. Gegen den Rest konnte er sich jetzt mehr oder weniger behaupten. Kahn ist wieder auf Position 6. Und wir gehen jetzt auch in, oder nee, wir sind in Runde 7 bereits. Jawohl, Runde 7 sind wir. Und Gasner probiert es hier gegen den MyGP. Aber kommt nicht vorbei. So, da hinten geht es auch wieder rund. Das müsste, genau, Jack Sargeant sein. Der hier hinter Paul Bayer herfährt. Und hinter ihm, das müsste Lorenzo Montanari sein, aber der ist überrundet scheinbar, ja. Meine Güte, was ist denn hier los?
Das ist Sarah Meyert, die jetzt die Führung wieder verloren hat. Gassner führt wieder und auch David Hartig geht am Meyer GP vorbei. Was ist das denn hier für ein Rennen, bitte? Jetzt kommt da gleich auch noch Felix van der Mark. Das sind die Punkteplatzierung hier. Ist alles offen. Jetzt ist van der Mark dran. Neben Adil Nawab Khan. Achtung, auf der Innenseite. Und Fanamak geht hier an na, drei Leuten, fast drei Leuten vorbei. Einen hat er geknackt. Das ist Khan. Aber muss ich jetzt hier wieder. Meine Güte, was ist denn hier? Was ist denn das hier für ein Rennen, meine Damen und Herren? Juan Pablo Martinez jetzt in Bedrulle. Da geht der Mayer GP mit Leichtigkeit vorbei und schnappt sich Van der Mark auch noch den HWA. Nein, da geht er zu weit raus. Jetzt müsste er ihn haben. Hier hat er immer einen guten Exit. Jawohl. Van der Mark auf Position 4. Meier versucht es immer noch an Gasdorf vorbeizukommen, aber es funktioniert nicht. Und da dreht sie sich fast. Jetzt hat sie den eigenen Teamkollegen hinter sich. Wir sind in Runde 8. Es geht gleich in Runde 9. Das ist die vorletzte Runde. So, Van der Mark holt hier im Windschatten auf. Geht der Niederländer an der Schwester vom dreifachen Vizemeister vorbei. Und da gibt es eine Kollision auch noch. Da vertut sich Van der Mark wieder und dreht sich nochmal und verliert wieder alle Plätze. Ja, gibt's denn sowas? Was ist denn das? Meine Güte. Das ging mal wieder ordentlich in die Hose, dieser Überholvorgang. Hätte er fast seine eigene Teamkollegin rausgehauen. Das sieht natürlich Sebastian Meyer am Kommandostand nicht gerne. Zählt wohl zu den strengsten Teamchefs in der BRL, die es bislang gibt. So, jetzt ist Meyer auch an. Martinez hat seinen Platz verloren, so rum, sollte ich das vielleicht eigentlich sagen. Jetzt Van der Mark versucht sich hier jetzt mit Gewalt am Alpine vorbei zu pressen. Und fährt dem Car noch hinten drauf und jetzt außen. Wird da leicht angedrückt und jetzt holt er sich einfach zwei Leute auf einmal. Ja. Wenn Van der Mark will, dann kann er. Aber ich habe das Gefühl, er dreht sich gleich nochmal raus. Bisher hat er sich immer rausgedreht, wenn er in aussichtsreicher Position war. Ich würde sagen, da muss er sich noch ein bisschen mehr eingewöhnen in die BL2. Denn die haben ein bisschen mehr Leistung als die BL3-Fahrzeuge, die er im Vorjahr gefahren ist. Und die gestern gefahren sind. Das Video könnt ihr euch natürlich auch gerne angucken. Ich packe das wie immer in den Abspann. So, wir sind in der letzten Runde des Rennens. Und Van der Mark bremst sich hier mit Bravour. Na gut, kommt ein bisschen weit, aber hat die Position sicher vor TJ Villeneuve. Somit Villeneuve okay, vom Podium war das schon die ganze Zeit runter, leider. Und Gasner führt in der letzten Runde. Jetzt Van der Mark gegen Sarah Meyer und kollidiert mit dem Alpin und das war nicht gut. Das war alles andere als gut. Das war, naja, Absicht möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber das war auf jeden Fall nicht okay und das wird wohl noch eine Strafe nach sich ziehen.
Das wird definitiv noch eine Strafe nach sich ziehen. Das war nicht okay. Van der Mark ist jetzt aber schon zweit, ist jetzt natürlich dadurch jetzt Zweiter. Könnt jetzt hier Gasner überholen. Und ihm in der letzten Runde den Sieg wegschnappen. Und er probiert es auf der Außenbahn. Und Van der Mark geht vorbei. Van der Mark geht vorbei in der letzten Runde des Rennens. Zwei Kurven vor der Ziellinie. Und Van der Mark schafft es und gewinnt das erste Saisonrennen der BL2. Zumindest fürs Erste. Gasner wird Zweiter. Meier Dritte. Viljoen wird Vierter. Das ist Martinez, der Fünfter wird, und Sechster ist Jack Sargeant für Bejoy Racing beim Heimrennen eine Nullnummer. Oh je, oh je. Und ich sehe gerade das Rennen, die Kollision zwischen Van der Mark und dem Alpine wird untersucht. Also zwischen Van der Mark und Hartig. Da sind wir jetzt mal gespannt drauf, was da am Ende bei rauskommt. Entscheidung soll in den nächsten Minuten fallen. An diesem Wochenende Stewards unter anderem. Also als Steward haben wir natürlich immer ein paar Leute von der BRL, die dabei sind. Das sind immer vier ausgewählte Leute. Zwei vom Automobilclub in Tunesien. Und ein Fahrersteward. Und der Fahrersteward, der müsste an diesem Wochenende. Wer war denn das nochmal? Ich gucke gerade nach, Entschuldigung. Julian Rehberger ist es. Julian Rehberger, der letztes Jahr noch Test- und Ersatzfahrer bei BMW war und auch Rennen gefahren ist, ist dieses Jahr unter anderem ein Fahrersteward. Mal sehen, wie sich das jetzt hier noch entwickelt. So. Van der Mark parkt jetzt sein Auto schon mal im Parc Fermé hier. Ja, ob er da stehen bleiben darf, weiß ich nicht. So. Das Rennen ist vorbei. Jetzt warten wir noch eben auf die Bestätigung von der BRL. Und die Bestätigung ist da, eine 5-Sekunden-Strafe für Felix van der Mark. Damit ist der Sieg für den Holländer futsch. Platz 4 wäre das damit nur noch. Sieger ist Entschuldigung, Julius Gasner. Beim Debüt für Phoenix MP Racing und natürlich auch bei seinem persönlichen Debüt holt er doch tatsächlich den Sieg in Tunesien. Zweiter ist damit Sarah Meyer und dritter ist TJ Viljoen. Hat zumindest auch aufs Podest geschafft, der US-Amerikaner. Und vierter ist nur Felix van der Mark. Danach David Hartig und nee, nicht David Hartig. Juan Pablo Martinez und Jack Sargeant, die bleiben natürlich dann auf ihren Plätzen, weil die waren mehr als 5 Sekunden hinter van der Mark weg. Daher behalten Sie Ihre Positionen. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt auch von mir hier aus der Sprecherkabine. Wir hören uns morgen bei der BL1 zurück, wo das Rennen ein bisschen länger sein wird, nämlich genau 20 Runden. Und wo wir dann sehen werden, wird Sebastian Meyer seine WM-Führung weiter ausbauen oder schlägt Bejoy Racing zurück? Oder haben wir ein ganz